Der erste Tipp, scheiß dir nichts, dann fehlt dir nichts. Das, was im Swingerclub passiert, das passiert nur im Swingerclub und das bleibt auch da. Also nicht so viel genieren und nicht so viel rummachen. Genießt es, erlebt es und ihr werdet sehen, das ist was ganz was Wunderbares. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich selber treu bleibt, dass man auch die Grenzen, die man sich im Vorfeld gesteckt hat, dass man da auch schaut, dass man sich in dem Rahmen bewegt. Aber manchmal ist es auch besser, man lässt sich einfach treiben und kommt dann zu Erfahrungen, da wo man sich nie gedacht hätte, das kann man, hätte man so erleben können. Also wirklich, manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, man lässt sich ein bisschen treiben. Und ganz wichtig natürlich auch die Körperhygiene. Duschen, rasieren, gut duften, aufbrezeln, aufdonnern, die Mädels sexy anziehen, fürs Bett zu viel, für die Straße zu wenig, ganz wichtig. Und der Mann natürlich immer stilvoll schick, Anzughose und Hemd, wunderbar.